Hallihalli und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Wie ihr schon im Titel gelesen habt, werde ich heute reich werden wollen, also die Morgenroutine machen, dass ich reich werde. Aber es wird keine richtige Morgenroutine, also ich werde mich nicht anstrengen, weil ich bin einfach so müde, sondern ich werde versuchen, meine Monopoly-Gewinne also meine Jackpot-Tickets einzulösen, weil ich habe mir gedacht, wenn ich das früh einlöse, werden weniger Leute da mitmachen. Und es geht ja, glaube ich, darum, dass unter allen Leuten, die sich in dieser Minute registrieren, ein Gewinn ausgeschüttet wird. Und ich würde sagen, wir fangen gleich mal mit dem ersten an, weil ich habe jetzt extra richtig viele Jackpot-Tickets gespart, also aufgehoben, damit ich dann heute in dem Video die öffnen kann. Und ich weiß nicht, ob man da überhaupt was gewinnen kann. Also ich habe noch nie was bei diesem Jackpot-Ticket gewonnen. Das heißt, es wäre jetzt eine Premiere. Ja, und vielleicht werde ich erreicht, ne? Wahrscheinlich überhaupt nicht. Und ich hätte einfach noch schlafen können. Aber I give it a try. Das braucht aber lang. Genau. Aber dabei kann ich euch noch was erzählen. Und zwar, wir haben gerade Ferien, also wir haben Weihnachtsferien. Und ich nehme eigentlich immer vor, früh aufzustehen, aber, also gestern war es so, ich bin um 8 ins Bett gegangen, ne? Und, oh, das habe ich nicht gewonnen. Und ratet mal, wann ich dann aufgewacht bin. Super raten. Ich muss hier noch den nächsten Jackpot-Ticket suchen. Oh mein Gott. Es lädt. Ja, ich bin erst um 8 Uhr aufgewacht. Also ich habe einfach 12 Stunden gestern geschlafen. Deswegen bin ich heute fitter, wenn ich um... Okay, ich bin 5:30 Uhr aufgewacht. Jetzt ist es schon fast 6 Uhr. Aber gut. Oh mein Gott, ich habe mir das viel schneller vorgestellt. Es tut mir so leid, dass ich jetzt irgendwie hier tausendmal rumsuchen muss. Weil ich einfach zu blöd dafür bin. Okay, das Handy hat nicht mehr viel Strom. Genau, ich wollte sagen, dass mein Schlafrhythmus eigentlich recht gut ist. Ich gehe eigentlich immer recht früh ins Bett. Also in den Ferien so um 11 Uhr. Aber ich stehe trotzdem spät auf. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Aber genau. Okay, dann kann ich jetzt ja noch eine Geschichte erzählen. Und zwar erzähle ich jetzt einfach noch die Geschichte vom Wichteln. Also es war nämlich so, es war glaube ich in der 8. Klasse. Ne? Und ich hatte halt so eine richtige Leseratte gezogen. Und ich dachte mir, was schenkt man der am besten? Außer ein Buch. Genau, ein Buch. Und deswegen habe ich dann, also in der Bücherei bei uns gibt es nämlich immer so Bücher für 1, 2 Euro. Und dann habe ich halt geguckt, welche Bücher so in sind und welche ganz gut sind. Und habe dann natürlich auch eins für 2 Euro gekauft. Das Problem war aber, dass da der Preis noch drauf stand. Und dass wenn die Lehrerin dachte, dass das auch so viel kostet. Was ich aber nicht wusste, dass ich das halt einfach gebraucht gekauft habe, weil es halt wie neu aussah, ne? Und ja, und ich habe richtig Ärger bekommen, weil irgendwie abgemacht war, dass man nur 3 Euro oder so ausgibt. Und ich ja scheinbar viel mehr Geld ausgegeben habe. Aber ich habe mich auch nicht getraut zu sagen, dass ich das jetzt günstiger gemacht habe, weil ich mir auch dachte, ist ja eigentlich auch egal, so für wie viel ich das gekauft habe. Hauptsache die Person freut sich so. Aber genau, die war richtig sauer, die Lehrerin, und hat dann irgendwie sowas gesagt wie: Wie kann die Person nur mehr Geld ausgeben? Vereinbart war doch, dass wir nur 3 Euro ausgeben. Und ja, ich dachte mir so, okay. Genau. Oh, das ging aber jetzt schnell, oder? Ging das einfach schneller? I think so. Mach mal 100 Euro, 100 Euro. Oh. Vielleicht geht meine Taktik auch nicht auf, weil... Aber ich sehe halt jetzt schon, dass ich keine einzige Sache gewinnen werde. Was echt schade ist, weil... Dann hat sich das ganze Video nicht rentiert. Aber ich habe so viel Code, ich muss was gewinnen. So. Ja, genau. Okay, dann können wir jetzt noch schnell bereden, was ihr eigentlich an Silvester macht. Weil ich habe so oft auf TikTok gesehen, dass irgendwie viele meinen, dass man unter dem Christbaum, glaube 15 Trauben essen soll. Ich finde es eigentlich auch eine gute Tradition, statt halt die Silvesterraketen zu benutzen. Und irgendwie sollen die Trauben dann Glück bringen.
Ich brauche Glück, weil you see different. Okay. Aber fand ich eigentlich eine coole Idee. Ich glaube, es kommt aus Italien, aber ich bin mir nicht sicher, dass man dann einfach unter dem Christbaum Trauben isst. Oh, ich bin auch so müde, Leute. Ich bin extra nur aufgestanden, um dieses YouTube-Video zu drehen. Und ich bin gerade im Büro und der Hintergrund sieht jetzt nicht so prickelnd aus, aber andersrum habe ich Gegenlicht. Das heißt, ihr müsst diesen Hintergrund akzeptieren. Tolerieren. Okay. 4, 3, 2, 1. Na toll, das lädt noch. Hallo. Ja, ich bin im Büro, genau. Und mein Vater ist gerade aufgestanden. Der ist so richtig Frühaufsteher. So, ich denke mir, wer steht um 6 Uhr auf? Also, schon ein bisschen früh. Aber gut, ich wollte eigentlich um 5 Uhr aufstehen. Vielleicht habe ich dann mehr Glück. Aber ich stelle immer meinen Wecker, ne? Ich habe den auf 5 Uhr gestellt. Aber ich glaube, ich hatte irgendwie noch den Nicht-Stören-Modus drin. Deswegen hat sich der gar nicht gerührt. Also ich habe ihn nicht gehört. Ich bin einfach aufgewacht und dachte mir, oh no, es ist schon 5:30. Ich wollte doch um 5 mein Video drehen. Deswegen bin ich dann aufgestanden, nachdem ich mich kurz nochmal hingelegt habe. Aber ja. Okay, jetzt. Gewinne, 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 gewinne. 3, 2, 1. Hallo? Die wollen mich doch verarschen. So wenigstens 1 Euro oder so. Dass ich einen Kundenstundenlohn habe, wenn ich jetzt die ganze Stunde lang die Codes eingebe. Aber gut. Naja, dann machen wir mal weiter. Und es tut mir echt leid, dass es jetzt nicht die produktive Morgenroutine ist von irgendeinem Millionär oder so. Weil ich glaube, die Millionäre stehen nicht in der Früh auf, um ihre Monopoly-Gewinne einzulösen. Aber das ist der erste Schritt. Und ja. Erster Schritt. Übrigens, das Bild da hinten, das habe ich gemalt. Das sollte so im Renoir-Stil sein. Also ich glaube Impressionismus, genau. Hier sieht man das. Hier. Ne, sieht man nicht. Das steht gerade hinter dem. Oh, ich habe schon wieder verloren. Menno. Und ich hoffe einfach, dass das Video nicht das langweiligste Video auf ganz YouTube wird, weil ich sehe es halt jetzt schon. Es war irgendwie eine Idee von mir, das einfach so zu machen. Aber okay, ich habe schon wieder verloren. Ich frage mich halt gerade, wie viele Deutsche sind denn um 6 Uhr wach und geben ihre Gewinne auf Monopoly an? Außer alle denken halt einfach, sie würden so viel gewinnen in der Früh und sind deswegen heute genauso früh aufgestanden. Aber heute ist Freitag. Vielleicht mache ich das am besten nochmal am Sonntag und stehe einfach um 4 auf. Und dann kann ich ja hier nochmal zeigen, ob ich was gewonnen habe, ob es sich gelohnt hat, irgendwie 20 Gewinne einzugeben, also 20 Jackpot-Codes. Weil das sind schon viele irgendwie. Oder ob es sich nicht lohnt, weil I think you can see, I don't win. Okay, jetzt bitte ein Gewinn fürs Thumbnail. Spaß. Okay, Thumbnail. Hey. Okay, sieht komisch aus. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt noch 2 Gewinne. Und sonst schlafe ich wieder deprimiert ein und bin kein Millionär. Okay, ich glaube, man kann hier nicht Millionär werden. Aber wanna have luck. Ich verstehe auch nicht, warum das eine Minute heißt, sondern immer bei 14 Sekunden beginnt. Wahrscheinlich bin ich so langsam. Könnte ich mir gut vorstellen.
Okay. Jetzt bitte. Bitte. Oh mein Gott, es hat einfach funktioniert. Ich habe 5 € gewonnen. 5 € einfach. Oh mein Gott, wie cool. Es hat funktioniert. Ich habe gewonnen. Okay, das ist der Reminder an euch. Wenn ihr noch irgendwelche Jackpot-Codes habt, gebt die in der Früh ein. You can see 5 €. Die kommen gleich auf meine Bank. Nein, ich glaube, ich habe Spenden drücken. Auch da muss ich jetzt meine ganzen Bankdaten eingeben. Okay, man kann es auch später eingeben. Das finde ich super. Weil dann würde ich sagen, machen wir noch ein, zwei Checkpot-Codes. Bevor meine Eltern wach sind. Aber ja, ich habe jetzt einfach 5 € gewonnen. Das ist schon echt cool. Weil wenn man da jetzt bei Tidi ist, ich kann da irgendwie 5 Gegenstände kaufen. Mit 5 €. Schon cool. Ich sag's euch. Mein Plan ist aufgegangen. Hätte ich das irgendwie am Tag angegeben, hätte ich keine Chance. Okay. Wir machen jetzt noch zwei einfach, weil ich jetzt motiviert bin, weiterzumachen. Das Video geht wahrscheinlich eh zu lang. Ich muss das schneiden. Ja. Okay, jetzt nochmal 5 €. Das war zu krass. 5 €. Please. Okay. Wahrscheinlich habe ich jetzt ja kein Glück. Ein letztes noch und dann gehe ich echt wieder ins Bett. Aber ich kann einfach mit einem höheren Kontostand ins Bett gehen, also praktisch. Weil ich habe schon was geleistet, ich habe einfach guten Stundenlohn. So, ich meine, ich sitze hier jetzt 20 Minuten, eine halbe Stunde, 5 € kann ich nicht meckern. Okay, eigentlich schon. Ich glaube, man hat ja Stundenlohn 14 € oder so. Das heißt, der Stundenlohn ist nicht drin. Aber hey. Okay, eins, los. Gewinne, gewinne, gewinne. Okay. Dann würde ich sagen, ich beende das Video. Ich habe einfach was gewonnen. Das heißt, ich habe schon Geld verdient, so ungefähr in der Früh. Und ja, es ist, glaube ich, wie viel Uhr haben wir? Ich habe die Uhr gar nicht gezeigt. Es ist jetzt 6:13 Uhr. Ich glaube, jetzt stehen die meisten deutschen Frühaufsteher auf. Deswegen werde ich jetzt gleich wieder ins Bett gehen und weiter schlafen, weil die Sonne geht erst später auf. Es ist noch so dunkel. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich sitze übrigens noch im Pyjama rum, weil ich habe einfach nur was drüber gezogen. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch motivieren, früh aufzustehen. Aber wahrscheinlich habt ihr gar keine Monopoly-Gewinner, so wie ich. Dann tut es mir leid. Aber ja, genau. Also, wenn ihr noch Gewinn habt, steht in der Früh auf und gebt sie ein und schreibt mir per Instagram, ob ihr gewonnen habt oder nicht. Genau. Ich wünsche euch allen einen ganz schönen Tag, einen schönen Tag, schönes Leben und ja, sehen wir uns später. Ich bin eigentlich noch echt müde, deswegen gehe ich jetzt ins Bett. Gute Nacht.